Willkommen zu einer neuen Folge von Max Payne 2. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen belesen. Man kann hier gar nicht schlagen. Also es ist nicht das Ziel hier, den Nahkampf die Waffe abzunehmen. Das heißt, wir müssen wirklich weglaufen. Und los. Jetzt ist es soweit, hey. Wie blöd muss man sein? Da drin waren sie sicher, dämlicher Penner. Jetzt bist du dran. Getan, was sie tun, Mr. Payne. Bildschirm erst hier. Verdammt! Tschüss! Wo ist er? Hier kommt er nicht raus. Ich bin an der Tür und passe auf, dass er nicht vorbeikommt. Mach ihn fertig. Klingt nach einem Plan. Sicherheitsdienst. Stehen bleiben, Waffen fallen lassen. Du zuerst. Der tote Sicherheitsmann hatte seine Waffe fallen gelassen. Ja. Du bist Ach, da komme ich gar nicht mehr hin. Ah, Kacke. Ich zögere das Unvermeidliche nur heraus. Jo. Jetzt weiß ich zumindest, wo ich lang muss. Wie blöd muss man sein? Da drin waren sie sicher, dämlicher Penner. Jetzt bist du dran. Ich habe ihn verloren. Nicht weit. Sie haben gehört, Mr. Payne. Bildschirm erst hier. Schlag ihn. Nicht raus. Ich bin an der Tür und passe auf, dass er nicht vorbeikommt. Mach ihn fertig. Klingt nach einem Plan. Sicherheitsdienst. Stehen bleiben, Waffen fallen lassen. Hey! Oh! Der tote Sicherheitsmann hatte seine Waffe fallen gelassen. Echt jetzt schon schwer geworden, der Kacke. Alter Falter. Ich hab einen Tumor im Gehirn. Der macht sie verrückt. Wir müssen sofort operieren. Die falschen Ärzte wollten mich verwirren. Sie sagten, ich sei John Mirror und pumpten mich voller Drogen. Nein, nicht das. Geben Sie das zurück. Wer hat die Tumor? Haltet ihn! Nein! Ah! Alles ist in Ordnung. Ruhig, ruhig. Gib es mir das, ja? Guter Junge. Hey, bleib weg! Nein! Ich war wieder wach.
noch benommen von den Drogen. Ich musste fliehen, durfte mich nicht aufhalten lassen. Der Tote ist da! Er kommt! Er kommt! Flieht! Flieht! Ja! Das Fleisch! Das Fleisch! Ja! Also, wo kommen wir jetzt raus hier? Ich sage, wir hätten warten sollen. Nein, es war abgemacht, eine halbe Stunde zu warten. Das ist lange vorbei. Mitchum und Feller hatten Zeit genug, Pay zu erledigen. Nach einer halben Stunde... Also wirklich tolle Munition habe ich jetzt echt nicht, ey. Haben die nichts fallen lassen, die beiden? Ach so, hier. Die kleinen Säcke. Gar nicht übertrieben. Na, vielleicht in den Schränken. Heilung? Nein! Ich mich erschrocken. Ich glaube tatsächlich, hier waren wir auch am Anfang, oder? In diesem Raum. Kommt mir zumindest bekannt vor. Eine neue Episode von Lords und Ladies wird Ihnen präsentiert von der Castling Versicherungsagentur. My Lord, ich werde Sie heiraten. Ich habe mich entschieden. Sie wird meine Frau. Nur über meine Leiche, Bruder. Diese Dirne wird unseren Namen nicht besudeln. Ihr habt kein Recht, euch einen Lord zu nennen. Ich bin hier in meiner Eigenschaft als Erbe des Sheriffs. Ihr habt meine Lady zum letzten Mal beleidigt, My Lord. Ich verlange Genugtuung. Wie ihr wollt, kleiner Bruder. En garde! Nein, My Lord! Das wird kein gutes Ende nehmen. Schurke! My Lord, ich flehe euch an! My Lord, Bruder, hört ihre Worte. Vielleicht können wir dies friedlich lösen. Nimm das! Nein! My Lord! Bruder, was habt ihr getan? Bruder, ihr habt mich getötet. My Lord! Wir sind verloren!
My Lady, was habe ich getan? Alles ist verloren. Was habe ich getan? Nach der Pause wird Lords und Ladies fortgesetzt. Alter, was war das denn? Nicht ein bisschen viele? Kann ich nicht einfach hier über das über die Tiefgarage hier raus? Auf der Baustelle war ich bereit gewesen zu sterben. Es würde keine Antworten geben. Keine zweite Chance. Nichts würde in Ordnung gebracht. Ich musste den Fall allein lösen. Immer noch war Mona die Antwort. Aus den Augenwinkeln konnte ich sie erahnen, fühlte ihre Gegenwart, wo immer ich auch war. Ich versuchte ihren Weg, den gewundenen Pfad der magischen Kugel in ihrem Kopf zu verfolgen. Ich konnte sie nicht finden. Ich verließ die Stadt in die Richtung, die Mona mir gewiesen hatte. Zu einem Mann, dessen Spezialität Antworten waren. Die Architektur von Woodens Anwesen hatte ihren Ursprung in der europäischen Dunkelheit. Genau wie der innere Kreis. Mr. Payne. Ich habe sie erwartet. Der einzige Grund, warum Männer Kriege beginnen, Liebe. Was ist mit Mona Sex? Nächste Frage. Schön. Warum versucht der innere Kreis, mich umzubringen? Ich sterbe. Krebs. Die Macht rennt mir durch die Finger. Es gab eine Rebellion. Eine Gruppe Abtrünniger hat innerhalb des Bundes einen Bürgerkrieg angezettelt. Jeder Widerstand wird eliminiert. Wir verschwenden unsere Zeit mit Bandenkriegen. Venigor Nitti? Nein, Wladimir Lem. Ich kannte die Antwort, bevor er sie ausgesprochen hatte. Vlad hatte gelogen. Die Cleaner waren seine Leute. Wladimir Lem war schon seit vielen Jahren Mitglied des Bundes, des inneren Kreises. Cognetti wird durch seine Hände sterben. Danach kommt dieser Verräter zu mir, seinem einstigen Mentor. Ich ließ Wurden an der Tür zu seinem Panic Room. Um vom Schicksal zu sprechen, Vlad hatte bei seinem Plan, mich umzubringen, um meinen Segen gebeten. Ich konnte nur auf Vlads Schritte reagieren, hinter ihm aufräumen. Mehr nicht. Es geht los! Komm rein, schnell, es geht los! Okay. Hey, weißt du's? Wir wollen auch was sehen. Sei still. Die Abenteuer von Captain Baseball Bad Boy. Alarm! Alarm! Eindringlich! Was glaubt ihr denn? Das ist diese Killer-Tus. Sie muss sie sein. Sie will den Boss erledigen. Alle Mann, schnappt euch eure Waffen! Alarm! Vom Dämon verminten Raum überwinden. Bases loaded! Fastball! Okay, da sind noch welche. Ich hoffe, die kommen gleich her. Oder er.
Captain Baseball Bad Boy der Falle des Dämonen entkommen. Aber wird er Bicycle Helmet Girl retten können, bevor Maxwell's Dämon die Welt in eine endlose Hollywood-Serie verwandeln kann? Go! Das erfahren Sie in der nächsten Folge der Abenteuer von Captain Baseball Bad Boy. Ich wusste doch, dass ich irgendwas gesehen habe. Sie zu sehen, meine teuren Freunde. Diesen Zugang kenne ich doch noch aus Teil 1. Klar. Cool. Okay. In der nächsten Folge geht's weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann.